Was für ein Flug! Hey, das waren mindestens 8, aber was? 9 Sekunden! Ich bin der Größte. Zurulunda, hast du mich gesehen? Hector. Och, mein sauberes Leintuch. Bist du wieder vom Baum gefallen? Bist du vom Baum gefallen? Ich bin der beste Flugdrache vom ganzen Finsterwald. Puh. Sagen wir lieber der Dickste, mit dem Bäuchlein kommst du nie in die Luft. Bäuchlein? Das sind alles Muskeln vom Fliegen. Hier hast du wohl eher von deinen vielen Bruchlandungen. Bruchlandung? Hä? Sieht das vielleicht aus wie eine Bruchlandung? Ich platze gleich vor Lachen. Ich kann fliegen. Was werde ich dir beweisen? Irgendwann. Hallo? Ja? Ich bin ein armes Mädchen, das sich im Wald verlaufen hat. Ach, wie schrecklich. Das tut mir leid. Doch hier bei mir brauchst du keine Angst zu haben. Ich bin Zurulunda, die gute Hexe vom Finsterwald. Oh nein, wen haben wir denn da? Gutti. Wie heißt denn der Hübsche? Das ist mein kleiner Seraphim. Ah, Kaffee vielleicht? Ja, gerne. Ein richtiger Mensch. Ich glaube, ich habe seit über 100 Jahren keinen richtigen Menschen mehr gesehen. Ein richtiger Mensch? Ist ein Drache etwa kein richtiger Mensch? Hoffentlich wirst du mir nicht meinen Kuchen weg. Komm, mein Kind, nicht so schüchtern. Magst du Schokoladenkuchen? War ja klar. Sag, was macht so ein junges, hübsches Ding so ganz allein im Wald? So ganz allein im Wald? Denn seit ein gewisser Hieronymus in dieser Gegend sein Unwesen treibt, ist ja nichts und niemand mehr vor ihm sicher. Hieronymus? Der große Zauberer? Große Zauberer? Ein Stümper. Hector? Er verwandelt sich höchstens mal in ein anderes Wesen. Mehr kann er nicht. Außerdem hält dieser Zauber nur wenige Minuten. Dann ist er ganz schnell wieder Hieronymus. Mein Hexenbuch. Ja, mein Kind, Hieronymus will unbedingt mein Hexenbuch in die Finger kriegen. Aber das kann er sich abschminken. Und ich sage ja nichts, aber er frisst Fliegen. Wenn es ihm schmeckt. Also, ich finde das unappetitlich. Dann schon lieber meinen leckeren Kuchen. Aber für jeden nur ein Stückchen. Eins? Ja, nur eins. Aber ine mene Hexendreck und du bist weg. Ach gut, nur eins. Hector! Wie süß! Und ich habe gehört, dieser Idiot hat mal wieder versucht zu zaubern und dabei versehentlich seinen Assistenten in einen Hund verwandelt. Hey, gibt's Probleme, Rollmops? Du kriegst gar kein Problem, Fettfrosch. Stoppkorn in meinem Auge. Können Sie mal bitte schauen? Sei ruhig. Du hast den ganzen Kuchen aufgefressen. Darüber reden wir noch. Meine Augen. Siehst du den Punkt in meinem Auge? Schau tief in meine Augen. Du wirst mir gleich sagen, wo das Hexenbuch versteckt ist. Das Buch, gib es mir. Das Buch, das Buch. Ah, Hieronymus! Er hatte sich in das hübsche Mädchen verwandelt.
Du meine Güte. Oh, mit dem Hexenbuch in der Hand hätte Hieronymus die Weltbeherrschungsmaschine bauen können. Das wäre eine Katastrophe. Ach, mein Hektor. Die liebe Surulunda wird alt. Du bist doch erst 427. Ja, aber schon zu alt, um auf das Hexenbuch aufzupassen. Ich brauche eine Nachfolgerin. Hier geht's lang. Stehen geblieben! So einfach entkommst du mir nicht, Hieronymus! Fari mori, fari mare, stuma rest für 100 Jahre! Oh, Surulunda, du blödes altes Weib! Stuma rest, dem großen Hieronymus! Der Alten werde ich zeigen. Weißt du, was ich mache? Ich gehe jetzt aber raus. Raus vor die Tür. Stubenarrest! Mir! Lächerlich! Hey, Hiro! Was? Dein Fuß! Mann, dann hol ich schon mal den Würfelbecher und was zum Klammern. Ich soll ganz alleine auf das Buch aufpassen? Ja, genau. Und zwar bis die neue Hexe die Probezeit bestanden hat. Solange bist du dafür verantwortlich. Aber ich bin doch nur ein kleiner Drache. Nur ein kleiner Drache? Du bist der weltbeste Drache vom Finsterwald. Keinem anderen würde ich diese Aufgabe zutrauen. Aber wie finde ich denn die neue Hexe? Ich bin doch immer so unkonzentriert bei leerem Magen. Und du wirst dich gar nicht auf die Suche machen. Das Hexenbuch wird seine neue Meisterin selbst finden. Aber ich warne dich, lieber Hektor. Bis die neue Hexe ihre Probezeit bestanden hat, darfst du dich nicht ablenken lassen. Vor allem nicht von deiner Fresssucht. Claro, Fax. Durch die Länder, durch die Zeiten, nur von Herzen lass dich leiten. So mach dich auf den Weg zu einem neuen Ort, viele Meilen. Jahre vor. Alles Gute, lieber Hektor. Ihr zwei werdet eine würdige Nachfolgerin finden. Hokus pokus fidibus. Und der Würfel ist weg. Tada! Du musst den Würfel am Anfang erst heimlich rausnehmen. Dann zauber ihn doch selber weg, wenn du es besser kannst. Ich würde nur echt Gutes zaubern. Und ich wäre sicher die beste Hexe der Welt. Lilly, Leon, wo seid ihr? Oh, Lilly, hast du schon was zu essen gemacht? Das ist ja toll. Mama, ich habe endlich das Modell für die Projektwoche fertig. Komm, schnell, du musst es dir anschauen. Geht doch! Ole, ole, super surfen! Hector an der Zielversorgung! Schlagen. Wir können darüber reden. Ich will nicht reden! Mein schönes Modell. Das wäre sicher das Beste von der ganzen Klasse gewesen. Der macht mir immer alles kaputt. Und wenn ich dir helfe, das wieder aufzubauen? Leon, du entschuldigst dich sofort.
Entschuldigung, Entschuldigung, aber ich habe gar nichts gemacht. Ach, und der Dino ist mit Zauberkraft alleine hergeflogen, oder was? Der Leon ist eben doch noch viel kleiner als du. Leon, sei doch so lieb und komm nach oben. Du bist so gemein. Du hältst immer nur zu ihm. Nie zu mir! So, da kommt jetzt niemand mehr rein. Ich würde alles tun, damit dieser Blödmann für immer verschwindet. Was ist das denn? Orchestermusik. Soll Orchestermusik dein Leben verschönern? Mache mit den Fingern Flötenbewegungen. Und sage laut Konrubolatix Musicum. Hör nix. Geht dir das Gedudel wieder auf die Nerven, musst du bloß Konrublumots Musiex sagen. Geh wie grausam tödliches Monster. Ein grausam tödliches Monster zaubere herbei, indem du mit den Fingern schnippst. Und Loborium, Lapusium, Schrick, Schreck sagst. So ein Blödsinn. Um es wieder loszuwerden, sage einfach Schrick. Was denn? Lilly, mach sofort die Tür auf. Seit wann wird denn bei uns zu Hause abgeschlossen? Um es wieder loszuwerden, sage einfach Schrack, Schreck, Monster, weg. Was willst du denn? Lilly, du weißt ganz genau, dass ich nicht leiden kann, wenn bei uns die Türen verschlossen sind. Ja. Ich gehe jetzt runter an den Buchladen arbeiten, ja? Den Leon bringe ich rüber zu Oma Klassen. Machst du deine Hausaufgaben? Ja. Wie der aussieht. Wo hast du den überhaupt her? Guck mal, der hat echte Dino-Haut. Den gebe ich zu Rexy. Ich beiß dir den Kopf ab. Flieg hoch, Rexy. Die beiden werden bestimmt ganz tolle Freunde. So, und jetzt komm. Tschüss, Lilly. Tschüss, Dove. Wie lange muss ich denn hier noch sitzen? Hab schon blauen Fleck am Hintern. Die Weltbeherrschungsmaschine. Ich war... Ich war so nah dran. Oh ja. Einmal die Welt beherrschen. Einmal über die Menschen bestimmen. Und dann... Surulunda verliert ihre Macht. Sie hat das Hexenbuch weitergegeben. Dann können wir hier endlich raus. Seraphim, das holen wir uns jetzt. Und dann wird meine Rache grausam sein! Ich bin der Tyrannosaurus Rex, ich kann kämpfen. Ich bin der Tyrannosaurus.
Ich bin der Tyrannosaurus Rex. Oh, ich bin der Tyrannosaurus Rex. Ich bin der Tyrannosaurus Rex. Oh, das wollte ich nicht. Vielleicht bleibst du ja erstmal liegen und ruhst dich ein bisschen aus. Das wird schon wieder. Wo hat mich dieses vermaledeite Buch denn dahin katapultiert? Oh, das Buch. Verflixt. Wo ist es überhaupt? Ich muss es unbedingt finden. Ich muss erstmal was zum Mampfen finden. Oh. Fischstäbchen mit Schokoladensoße. Hallo? Schokolunda? Stifte Chaos mit einer Horde wilder Affen. Lege beide Mittelfinger auf die Nase und sage laut Beronimor, Beronimor, Bilut. So ein Kack. Hexenbuch, da glauben ja nur Babys dran. Ich muss sie ablenken, sonst machen sie hier alles kaputt. Bananen. Und, Milch, ja, genau. Dino? Nein, Drache. Lass mich raus! Ich bin Hector, der Hüter des Hexenbuchs. Was? Das Hexenbuch gehört dir? Ja! Gewissermaßen. Bist du echt? Sag mal, Kleine, ich suche die neue Superhexe. Gibt es hier vielleicht schon eine weise ältere Dame? Ja, so 100, 150 Jahre. Meine Mutter, die ist zwar alt, aber auch nicht so alt. Die Affen, die gehört doch das Hexenbuch. Dann hilf mir, die Affen wegzuhexen. Komm, schnell! Aber das Hexenbuch! Hey! Ist genug unvorgetrieben, stecke beide Mittelfinger in die Nasenlöcher und sage laut. Mittelfinger! Geronimo, flipp, flipp! Nein! Ach du großer Krötenpups. Das glaube ich jetzt nicht. Seid ihr süß? Was ist denn hier los? Wieso? Mittelfinger! Geronimo, flutsch, flutsch! Mami, Mami! Da waren gerade ganz viele Zicklein und Lilly hat sie weggezaubert. Das sieht eher aus, als hätte hier eine Horde Affen gewütet. Übrigens, die Projektarbeit, Mama. Leon war nicht schuld, aber trotzdem ist er ein Blödmann. Wirklich, Mami? Und die haben Bananen gegessen, wirklich? Leon, du sollst nicht immer so alberne Lügengeschichten erzählen. Manu, ich hab aber nicht gelogen. Das ist gemein. Hui. Perfekte Landung. Bald ist mir übel. Seraphim.
Jetzt rauben wir das Hexenbuch. Dann bauen wir die Weltbeherrschungsmaschine. Und dann unterwerfen wir die Menschheit. Ich brauche meine Tropfen. Schau halt nicht so traurig. Ganz offensichtlich hat sich das Buch verflogen. Ist ja auch ein ganz schön altes Buch. Ja, da kann man sich schon mal in der Adresse irren. Ja. Ich lass das. Wir können nicht hierbleiben. Wir müssen jetzt gehen und Zurulundas Nachfolgerin suchen. Die Suche endet hier. Du hast dich gar nicht verflogen? Du musst nur genau hinsehen. Vor mir steht die neue Superhexe, Lilly. Superhexe? Ja, das ist eine große Ehre, aber auch eine schwierige Aufgabe. Du musst erst eine 99 Stunden lange Probezeit bestehen, in der du beweisen musst, dass du eine würdige Superhexe bist. Denn sonst? Was sonst? Sonst schnappt sich Hieronymus das Hexenbuch und dann wird die ganze Welt trostlos und grau. Das darfst du nicht zulassen, Lilly. Wenn du das Buch hast, verwandelst du mich gleich mal zu den Menschen zurück. So schlank wie früher und ohne Haare am Rücken. Aber wenn du die Probezeit schaffst, bist du die Hexe Lilly, die Ole-Ole-Superhexe. Traust du dich? Ich werde es versuchen. Die 99 Stunden Probezeit beginnt ab jetzt. Der Dino kann ja echt sprechen. Hector hat Hunger. Hector muss Kaka. Du weißt, was geschieht, wenn jemand mein Zimmer betritt. Ah! Mami, weißt du, Schatz, das macht mich ganz traurig, dass du dich so viel mit Leon streitest. Was ist das? Die neue Superhexe. Ein lächerliches Kind. Jetzt schlaf schon. Mach das Fenster lieber zu, sonst kommt das ganze Ungeziefer rein. Hast du eigentlich Mathe gelernt für den Test morgen? Ja, natürlich. Den ganzen Nachmittag. Gut. Ach, Mist. Der Mathe-Test. Aber wenn ich jetzt hexen kann, dann kann ich ja den Mathe-Test. Hexe Lilly, wir sprechen uns noch! Wo hast denn du eigentlich deinen Führerschein gemacht? Du wolltest hier unbedingt mitkommen. Hallo? Du bist in der Probezeit. Ich muss kontrollieren, ob du als Hexe taugst. Schau mal, alles Zaubertricks. Das wird ein Spaß heute in der Schule. Aber du darfst doch nicht... Was darf ich nicht? Hallo, Lilly. Hi. Hi. Bist du nachher auch auf dem Reiterhof? Wo denn sonst? Hast du vielleicht Lust, mit uns mitzufahren? Muss ich mir erst noch überlegen. Mädchen. Das war Andreas. Der ist doch total süß, oder? Warum lässt du ihn dann abblitzen? Andreas darf doch nicht wissen, dass ich in ihn verliebt bin. Respekt. Super Taktik. Von Jungs hast du echt keine Ahnung. Hi. Hi. Und dann hat Andreas gesagt,
Paimona, willst du mal mit mir Eis essen gehen? Echt? Wow. Cool. Hey Lilly, sieh mal, mit Perlen. Es war ganz schön teuer. Naja, sowas würde zu Lilly sowieso nicht passen. Es geht ja überhaupt nicht. Und erst ihre Schuhe. Na, bei dem Bartschüger, was soll die schon tragen? Kein Wunder. Pilarium, Pilarium. Lilly, bist du verrückt? Das ist ein böser Zauber. Mach das sofort rückgängig. Sonst kannst du das mit der Superhexe gleich vergessen. Sieh noch jetzt viel besser aus. Nur wenn sie beim Zirkus anfangen wollen. Pilarium. Hallo, Mona. Hallo. Bitte. Du kannst doch den armen Tieren nicht so schreckliche Mädchen anhexen. Das muss ich aufschreiben. Leider, leider. Pilarium, Pilarium, Pilektrum. Wie ihr wisst, haben wir heute einen kleinen Mathe-Test. Das letzte Mal war ja eine ziemliche Katastrophe. Aber wie sage ich? Blumdila, alles, was sie sagt, wird wahr. Sicherlich haben diesmal alle null Fehler. Yes! Also. Ein Raum wird mit 32.000 Liter Wasser befüllt? Wenn man dann alles, was sie sagt, wird wahr. Noch 26.000 Liter hinzufügt? Frau Graf? Nicht jetzt, Andreas. Und dann noch 75.000 Liter. Programm! Ruhe, hier ist ganz viel Wasser. Sehr witzig, Andreas. Wie viel Wasser ist dann in dem Raum? Was ist das? 133.000 Liter! Mit Wasser zu tun gehabt. Wenn ein Haifisch in 1000 Hektoliter Wasser schwimmt, wie viele Haifische schwimmen dann? Alles, was sie sagt, wird wahr. Na, voll super, oder? Klassenzimmer geflutet, Schuleigentum beschädigt, Kleidung ruiniert, Kinder erkälten sich, Milliarden von Schnupfenbazillen überschwemmen die Welt und vor allem ein gewisser, gut aussehender Flugdrache wurde beinahe ertränkt. Ja, eigentlich wollte ich ja was ganz anderes hexen. Eigentlich wolltest du auch die neue Superhexe werden. Zehn? 20, 1, 2, 3. Also das ist jetzt wirklich die größte Halle, die es zu kaufen gibt. Was wollen Sie denn damit? Ach, nur eine kleine Beglückungsmaschine der Weltbeherrschung. Ja. Und dort könnten wir dann wohnen. Auf unser Hauptquartier. Was? Diese Bruchbu? Brauchbare Bude. Ich meine Haus. Eigentlich Schloss. Aber das wird teuer. Das nenne ich eine freundliche Begrüßung.
Oh. Ah. Ja. Oh. Ein bisschen Dreck an die Wände. Ach. Ein paar Spinnweben hier und da. Und im Wohnzimmer. Zwerge. Oh, ach, ein Staubkorn, wenn Sie mal schauen möchten. So, das Ganze hier kostet 340.000. Wegen Mengenrabatt würde ich sagen 100.000. Und weil im nächsten Jahr der November vor dem Mai fällt, sagen wir mal 1.000. Und weil man unter Freunden über Geld nicht spricht, kriegen wir alles umsonst. Jawohl, Meister. Wir nehmen es! Jawohl, Meister. Super verhandelt, was? Ja, ja, schon. Aber ohne Hexenbuch ist alles für die Katz. Was ist das denn? Die Kinder sollen doch keine Bücher aus dem Laden mit hier hochnehmen. Ah, sehr schön. Cool gemacht. Schade. Versuch's nochmal. Hier, Mist. Zu mir. Lilly, hackst du etwa schon wieder was aus? Warte. Das ist doch ein Ding, was den Fuß des liebsten Engen berührte. Der große Liebeszauber aus dem Mittelalter? Amorisi, Amorosi, Herz zu Herz, schnipp, schnapp. Na super! Du weißt doch gar nicht, ob das A auch für Andrea steht. Hm, für wen denn sonst? Hi, Adelmann. Hi, Alex. Hallo, Lilly, meine Süße. Hallo, Alfred. Ups. Oh, danke. Hallo, Lilly. Darf ich mich zu euch gesellen? Ja, klar. Hattest du heute auch schon Reitstunde? Lilly, ich will immer bei euch sein. Spielen wir weiter? Nein, ich will bei Lilly sein. Der Königin meines Herzens. Von denen da. Wie viel wollen Sie denn? Okay, kommt sofort. Das wollen Sie denn? Du guckst auf die falsche Auslage. Hallo, hier unten. Wie wär's mit einer kleinen Verwandlungsnummer? Gar keine schlechte Idee. Ja, dieser wunderschönen Gestalt. Da werde ich Sie betören. Ja. Hör auf zu posen und hol das Buch. Bald sind die Muskeln wieder schlaff. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja. Haben Sie ein Buch? Mal schön die Abstände einhalten. Lilly! So wartet! Und durchparieren zum Schritt! Angebetete, erhöret mich! Lilly, nehmt diesen Pferdestriegel als Unterpfand meiner Liebe.
sehr, sehr witzig. Wartet. Wenn du so in mich verliebt bist, dann hol mir mal schnell was zu trinken. Ich eile. Ich hab dich ja gewarnt. Außerdem, seine Socke stinkt schwer nach Käse. Oh, lecker. Kamenwergauda, Emmentaler, Tilsit, der Appenzeller. Für eine Käseplatte würde ich jetzt sterben. Amorisi, Heckemeck, Liebe... Oh, mein süßes Mäusezähnchen. Seht nur. Liebe ist aber ganz schnell weg. Ja. Tschüss. Mäusezähnchen? Bist du bescheuert? Das ist ein Mäus. Quatsch. Hallo, Andrea. Sieh mal, hat mir mein Vater gekauft. Komm, ich zeig dir mal mein neues Pferd. Oh. Ja, Frechheit. Oh. 44,90 bitte. Ah, oh, ein Staubkorn. Könnten Sie mal nachsehen. Hallo, Mami. Ach, Lilly. Das Staubkorn. Sie müssen mir tief in die Augen schauen. Einfach mal ein bisschen rubbeln. Wie war es in der Schule? Untersuchungen. Hunde sind zu dumm zum Lesen. Der Räubops. Lilly, Achtung, das ist Hieronymus. Das Buch. Das Buch? Ja, schnell, das Buch. Das Buch. Das Buch. 44,90 bitte. Mami, du darfst das Buch diesem Fiesling nicht verkaufen. Lilly. Bitte. Nur weil der Herr ein etwas anderes Körperbewusstsein hat. Schon wieder ein Staubkorn. In mein Auge. Bitte, bitte, du darfst es nicht verkaufen. Sehr anderes Körperbewusstsein. Mann, jetzt schnapp dir das Buch! Dein Buch! Nicht loslassen, Lilly, ich komme! Halt dich da raus, du fette Kröte! Fette Kröte? Na, warte! Daneben! Hier wirst du wohl! Ah! Lilly! Oh nein, das wollte ich nicht! Lilly! Ein Staubkorn! Sie sollen mir endlich tief in die Augen schauen. Mami, nein! 3,50 € wegen Mengenrabatt und bezahlt wird es nächste Woche. Kapiert? Gut. Mami, nein, du darfst das Hexenbuch nicht verkaufen. Vielen Dank, Hexe Lilly. Oder besser, ehemalige Hexe Lilly. Seht auf ihm. Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten. Jetzt wird die ganze Welt grau und düster und ich bin schuld. Lilly, was sollen wir bloß machen? Ich werde es mir zurückholen. Lilly, warte! Leon, was machst du denn hier? Ich find's total doof, dass du andauernd den Dino klaust. Ich will auch spielen. Okay, aber ich muss mit Tech dann noch schnell ins Haus was holen. Ja genau, wir müssen uns beeilen. Wir müssen das Hector hat sein Buch verloren. Ich und Hector, wir gehen jetzt da rein. Und du wartest hier, passt auf die Fahrräder auf und rüst dich nicht von der Stelle. Nein, ich komm mit. Du bist jetzt unser Spion. Spion, super wichtig. Mhm. Will nicht. Okay, du kriegst mein DS. Oh. Aber mit Kopfhörer. Beeil dich, ich will endlich wieder ein Mensch sein. Oh, ein Augenblick. Das hier, das könnte es sein. Carnifortrix? Porylocterium mutaborius. Endlich wieder ein Mensch. Danke dir, Hieronymus. Danke dir. Seraphine, da gibt es ein kleines Problem. Was denn?
Ach, die Leiden, die kann ich schnell tragen. Hieronymus, das sollst du mir böslich werden. Moment, Mutter Boris. Ach, Gott sei Dank. Lieber ein richtiger Mops als ein alberner Mischmasch. Hm. Komisch. Ich kann meine Nase nicht abschlecken. Vielleicht ein Krampf in der Nase? Oder eine Zungenverkürzung? Hey, Hieronymus! Laudatorium XX! Seraphim? Da. Du wirst doch wohl nicht... Ich glaube, ich bringe es vorsichtshalber mal auf mein Zimmer. Irgendwie kommt er mir... Seraphim, komm mit in die Fabrik. Wir haben noch zu tun. Du bleibst hier und stellst Schmiere. Klaro, Fax. Aber sei vorsichtig. Wo bleibst du denn? Nein, nicht jetzt! Marmelade! Oh. Ich muss aufpassen. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich darf mal probieren! Ja. Möchtest du mit mir Verstecken spielen, ja? Was wäre denn, wenn ich dich finde? Kennst du meine Lieblingsspeise? Mist. Mädchenmarmelade mit Drahtstücken. Kleine Lili aber gut verstanden. Häuslein, reck dich, Häuslein, streck dich. Oh, oh, ich kenn sie gar nicht. Du verfahrene Hexe. Verdammt, Schwung!
Das Buch. Das Buch. Gib mir das Buch. Ja. Schluss mit lustig. Her mit dem Buch. Wo bleibt denn Lilly? Ei, Mops. Hallo, du liebes Hündchen. Hey, Kleider. Du kommst wie gerufen. So, du kleine Göre. Jetzt sitzt du in der Falle, was? Kleines Ungeziefer! Lass sofort meinen kleinen Bruder los! Du blöder, fieser Typ! Wenn du mir dafür das Hexenbuch gibst? Nie im Leben! Wie du möchtest! Ich habe in meinem Keller noch ein kleines, gemütliches Verlies! Du bist doch so tierlieb, oder? Da gibt es Schlangen und Spinnen und Fledermäuse! Hieronymus darf das Hexenbuch auf keinen Fall bekommen, sonst wird er die ganze Welt beherrschen! Aber Leon... Ja, schon klar, dein Bruder. Aber ohne das Buch bist du keine Hexe mehr. Was ist nun? Du musst dich entscheiden. Lilly, hilf mir! Dixon! Ja! Du, Lilly, bevor ich zu dem Mops gelaufen bin, war ich ein ganz toller Spion, ne? Und weil Hieronymus jetzt das Hexenbuch hat, kann er die Weltbeherrschungsmaschine bauen. Und er kann alle Erwachsenen auf der ganzen Welt hypnotisieren. Du musst uns helfen, Mami. Hieronymus? Der Meister? Seht nur, er hat mir geraten, auf juristische Fachliteratur umzustellen. Mami, dein Geschäft sieht jetzt voll doof aus. Bist du etwa auch schon hypnotisiert? Der Meister...
Ich muss doch tun, was der Meister befiehlt. Mami. Oh nein. Hector hatte schon recht. Ich bin so klein und so dumm. Ich habe das Hexenbuch verloren. Und Hieronymus kann die Weltbeherrschungsmaschine bauen. Und wenn Mami jetzt so bleibt... Hallo. Bist du Lilly? Na, Gott sei Dank. Vorhin bin ich versehentlich im Badezimmer deiner Nachbarn gelandet. Oh, wie peinlich. Wer sind Sie? Die Hexe Surulunda. Ich bin deine Vorgängerin. Und jetzt, komm her, schnell. Achtung, Lilly. Ich zeig dir jetzt mal den Hexensprung. Wir müssen uns drehen, ganz schnell drehen. Und wenn du spucken musst, dann bitte nicht in meine Richtung. Und schneller, noch viel schneller! Lilly, ich bin sehr stolz auf dich. All die bösen Hexen, von denen die Märchen berichten. Ja, die dachten immer, es käme ausschließlich auf die Zaubertricks an. Und deswegen sind sie so böse geworden. Aber du, mein Kind, hast ein gutes Herz bewiesen. Und damit hast du schon das Wichtigste, was eine Superhexe braucht. Aber zuerst muss das Hexenbuch Hieronymus abgejagt werden. Doch dazu brauchst du Hilfe. Niemand kann alles alleine machen. Aber er hat auch schon fast alle hypnotisiert. Ja, nur die Kinder nicht. Kinder fallen auf seine Hypnose nicht so schnell rein. Bei Kindern ist Hieronymus mit seinem Latein am Ende. Und jetzt werden wir das Orakel befragen, wer dir dabei helfen soll. Komm. Schatz und doofste Kuhn, einen Schlauen, einen Blödmann und einen Drachen dazu. Weißt du, wer gemeint ist? Ein Hexenbuch kann man nicht beeinflussen, Lilly. Es sucht sich die Nachfolgerin selbst aus und kommt zu ganz normalen kleinen Mädchen. So wie auch ich mal eines war. Aber auch eine Superhexe ist ohne Freunde nur die Hälfte wert. Darum merke dir, Liebes, du brauchst Freunde, viele gute Freunde. Oh, Lilly, darf ich zu dir? Ich will, dass Mami wieder so lieb ist wie früher. Ich hatte so einen schönen Traum. Und jetzt ist alles wieder so doof. Woher hast du den Ohrring? Ach, der ist aus dem Traum. Der ist in Wirklichkeit gar nicht echt. Der Ohrring. Surulunda. Das war gar kein Traum. Wie was? Surulunda war hier? Und was hat sie gesagt? Dass wir gegen diesen bösen Hieronymus nur eine Chance haben, wenn wir Freunde zusammenhalten. Mit Freunden? Sonst hat sie nichts gesagt? Nichts über mich? Hey, ein Drache kann eigentlich nicht schaden, wenn man die Welt retten muss. Vor allem ein Flugdrache. Ah! Thank you.
Kinder, zeichnen und turnen ist Kinderquatsch. Alles abgeschafft, dafür jetzt doppelt so viel Mathematik. Stifte raus, rechnen, rechnen, zack, zack. Erstens, 327.509. Nimm Schatz. Und doofste Kuh. Schlauen, ein Blödmann, und ein Drachen dazu. Nein, Lilly hat recht. Ich bin ein echter Drache. Ein echter Flugdrache, um genau zu sein. Und ich helfe Lilly, das Hexenbuch zurückzuholen. Aber dazu brauchen wir euch. Alleine können wir Hieronymus nicht besiegen. Dieser Hieronymus, der hypnotisiert schon alle Erwachsenen. Und bald wird er auch die ganze Welt beherrschen. Und nur wir können ihn aufhalten. Achtung, Achtung! Hieronymus kommt! Schnell, los, kommt! Hierher! Was machen Sie hier? Hey da, Stallbursche! Ich kaufe Ihre Ponys, und zwar alle. Finger weg von meinen Tieren, Bademantel, sonst... Aber... Liebe Tiere, schau mir in die Augen. Können diese Augen lügen, Kleiner? Ich brauche deine Ponys als Arbeitstiere für meine Maschine. Bring sie in die alte Fabrik, ja? Hafenstraße, die alte Fabrik. Jawohl, Meister. Und wie das hier aussieht, Kinder verscheuchen. Tiere schlachten. Dann kann man viel Geld verdienen für den Meister. Uah! Tolle Idee, Meister. Alfred, was ist passiert? Ich habe ihm alle Ponys geschenkt. Was? Ich sattle jetzt um. Auf Schlachthof. Was? Je eher man die Viecher schlachtet, desto mehr verdient man für den Meister. Aber Alfred, kannst du nicht machen, Alfred? Runter von meinem Hof hier! Gören! Oder habt ihr eine Aufenthaltsgenehmigung? Er ist hypnotisiert! Ich weiß, wo die alte Fabrik ist. Super, kommt mit! Vorsicht mit den Schrumpfmuffeln! Die Prismen sind sehr wertvoll! Der Antimatik-Joghurt da vorne! Bitte alles nach hinten räumen! Alles nach hinten! Da! Seht mal! Krach. Mein Vater! Das war die letzte Lieferung. Wir können die Weltbeherrschungsmaschine starten. Ja, ich kann es kaum erwarten. Hast du das gehört? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Los, kommt! Ah, der Bulidismus-Transformator. Gelesen. Damit kann man Gehirnströme senden. Also auch Hypnosestrahlen. Na, mal sehen.
Allerdings braucht man dafür einen Synapsenkatalysator. Und der ist noch nicht erfunden. Da ist es! Das Hexenbuch ist der Katalysator! Dann könnt ihr mit einem Schlag die ganze Welt hypnotisieren. Aber da hat er nicht mit uns gerechnet. Genau! Ups! Jonas, du bist doch so ein Computergenie. Hast du nicht irgendeine Idee? Seht ihr das rote Kabel da? Ich könnte versuchen, den Bolidismus-Transformator umzuprogrammieren. Ich bräuchte nur irgendeine Art von Computer. Wie wär's mit einem DS? Der könnte aber einen Kratzer abkriegen. Was? Bitte, Leon. Okay. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Kleinigkeit. Und wenn du die ganze Welt hypnotisiert hast? Dann müssen alle Menschen für mich arbeiten. Freizeit und Spiel wird abgeschafft. Kinder. Kinder kommen in Arbeitskasernen. Das Paradies. Mein Mikrofon! Es lag gerade noch da! Wo ist mein Mikrofon? Ein Mikrofon! Für den Meister! Egal. Wir beginnen mit Übertragung. Los! Habt ihr nicht gehört? Antenne ausfahren und beeilt euch! Mal genau herschauen wollen. Tief in mein Auge. Ja, so ist es recht. Ganz langsam verlässt sie ihr Wille. Ihr werdet müde. Immer müder. Glaubst du wirklich, das funktioniert? Keine Ahnung. Ich hoffe. Ihr wollt nur noch das tun, was der Meister euch sagt. Lilly, beeil dich! Was der Meister euch sagt. Nur noch das tun, was der Meister will. Ihr wollt nur noch das tun, was der Meister euch bis... Wir sind im System. Super cool. Und ich will, dass ihr alle... Ich will, dass ihr nicht auf diesen Schwachkopf hört. Dass ihr euch nicht hypnotisieren lasst. Und überhaupt, heute Nachmittag in alle mit ihren Kindern spielen. Aus, Ende! Lilly, du schmarrst, du Hexe! Ergreift sie da los! Jetzt!
schaut mir in die Augen. Das Buch! Lilly, wir müssen das Buch retten! Mein Buch! Los, kommt! Los, abhauen! Lilly, hier, schnell! Hector, beeil dich! Naja, es hätte schlimmer kommen können. Einmal kurz durchgefegt. Lilly! Lilly und ihre Rasselbande! Da oben! Ergreift sie! Schnell, weg! Na los! Da, Schatz! Kinder, Endstation! Was will Hector mit einer Socke? Na klar, der Liebeszauber! Hector, schnell, Hieronymus Socke! Hui, ist das wieder mal hoch. Das ist hoch, hoch. Das ist viel zu sehr viel hoch, hoch. Yep. Hector, du schaffst es! Stopp, Lilly! Ich kann fliegen! Amorisi, Amorosi, Herz... Mittelfinger, nicht Zeigefinger! Amorisi, Amorosi... Die große Liebessau! Nein! Seid die Schönste. Hieronymus, sie hat dich nur verhext. Die Schönste der Schönsten. Mach auf! Die Süßeste der Süßesten. Würdet ihr einen Spaziergang mit mir machen? Im Mondenscheine? Lass Lilly in Ruhe, sie gehört zu mir. Rührt sie nicht an. Lass mal. Rührt sie nicht an. Oh, geliebter Hieronymus, ich bin ein kleines Mädchen und ich fürchte mich vor so einem großen Typen wie dir. Gar kein Problem, Lillilein. Für euch tue ich doch alles, kleines Zuckerschnäuzelchen. Schon viel besser, aber wenn du mich wirklich liebst, dann bitte so klein. Ganz wie ihr wünscht. Und? Gefalle ich euch jetzt besser? Viel besser. Lilly! Ah. Wir haben's geschafft! Lilly, aber Honighäppchen! Lass mich raus! Kannst du vergessen. Du bleibst da drin, bis du verschimmelst. Ja! Was hab ich denn getan? Bitte! Schnuckelchen! Alle hören auf mein Kommando! Los, freut euch! So richtig freuen tun die sich ja nicht. Ich bin geflogen. Ich bin wirklich, richtig, echt geflogen. Wahnsinn. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, ich bin es. Super Hector. So
Zurulunda? Zurulunda, ich habe die Welt gerettet und ich bin ganz toll geflogen, wenn du gesehen hättest. Ich habe es gesehen, Hector. Meine liebe Lilly, die Probezeit, die über 99 Stunden lief, ist abgelaufen. Hm? Oh. Oh. Hector hatte schon recht, ich bin zu klein für eine richtige Superhexe. Hector, dürfte ich um die Aufzeichnungen bitten? Ja, natürlich. Ich habe alles notiert. Hier steht's. Ich hab. Oh, das tut mir aber leid. Wisst ihr, wenn eine Superhexe nach vielen, vielen hundert Jahren endlich eine würdige Nachfolgerin gefunden hat, dann darf sie als gute Fee in Pension gehen. Und Zurulunda hat die perfekte Nachfolgerin gefunden. Hexe Lilly, die Superhexe. Was? Das heißt, ich kann Hexe bleiben? Hector, du hast deinen Auftrag großartig erfüllt. Das war's. Es geht wieder ab nach Hause. Bis dann, Lilly. Für eine unter 100-Jährige bist du echt verdammt in Ordnung. Und du bist der liebste Kleinflugdrache, den ich je kennengelernt habe. Damit kannst du mich jederzeit rufen. Hexenbuch, Seite 157. Danke. Weinst du? Nein, ich hab nur was im Auge. Tschüss, Lilly. Wir sehen uns bald wieder. Vielleicht schon in 200 Jahren. Adieu, meine liebe Lilly. Ach ja, ich habe für euch einen Vergessenszauber. Halt die Drachenohren steif. Und vergiss mich nicht. Kinder? Habt ihr nichts zu spielen? Na los, los, sofort irgendeinen Blödsinn machen! Mona! Papi! Wollen wir uns einen Film ansehen? Heute habe ich keine Lust zu arbeiten. Tschüss, Lilly. Und ich dachte immer, du bist eine blöde Kuh. Du bist die tollste blöde Schwester auf der ganzen Welt. Stimmt's, Andreas? Weiß ich nicht, auf jeden Fall das coolste Mädchen von der ganzen Schule. Lasst uns gehen.